Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Qualifying heute in Silverstone. Und da muss ich sagen, das ist eine der Strecken, die ich mit am wenigsten kann. Deswegen werden wir hier alle Komponenten mal wieder aufbessern und uns hier wieder eine Strafe einholen. Aber das mache ich, weil ich sowieso im Qualifying hier nicht viel holen werde. Beim letzten Mal auch Platz 15 oder so. Viel mehr werde ich hier auch wieder nicht anstreben. Dementsprechend schauen wir einfach mal. Willkommen zum Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien, wo alle darauf warten, grünes Licht zu bekommen. Und während wir hier auf die grüne Ampel warten, muss ich schon sagen, Stefan Römer, ich glaube nicht, dass dieser Regen in naher Zukunft nachlassen wird. Ich denke, wir werden einige Last-Minute-Änderungen an den Setups sehen und die Autos müssen dann besser mit diesen Bedingungen klarkommen. Was meinst du? Das Problem ist natürlich, dass alle schon an das morgige Rennen denken müssen. Du willst natürlich nicht das Fahrgestell anheben und ein bisschen mehr zusätzlichen Abtrieb einstellen, den du im Grand Prix selbst gar nicht haben willst. Die Park-Fermé-Regeln bedeuten aber, dass du genau diese Entscheidungen treffen musst. Das Beste, was die Fahrer machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was ihnen im Cockpit zur Verfügung steht. Wenn man die Bremskraftverteilung weiter auf die Vorderachse legt, verhindert man, dass das Heck beim Bremsen rutscht. Und eine Öffnung des Differentials kann das Übersteuern am Kurvenausgang deutlich einschränken. Jene Fahrer, die diese Technik am besten für sich nutzen können, haben heute sicherlich die besten Chancen auf Erfolg. Und es geht wieder los. Probieren wir es erstmal auf den Inters. Sollte ja regnen. Wahrscheinlich auch das ganze Qualifying. Mal sehen, ob wir nochmal auf andere Reifen umschwenken werden. Aber erstmal auf den Inters unterwegs. Also, ja, die Gridstrafe, das war klar. Bauteiländerung. Wir haben jetzt wieder neues Getriebe, wie auch schon vor dem Rennen in Spanien. Aber ich denke, dass das jetzt auch ein bisschen länger hält. Ansonsten haben wir eigentlich alle Teile in Ordnung soweit. Wie gesagt, ERS setzen wir jetzt selber ein und auch diese Boxenstopp-Unterstützung haben wir jetzt ausgeschaltet. Die KI der Gegner kann ich nicht weiter hochstellen. Zumindest weiß ich nicht wie. Und wenn wir dann das 2018er spielen als nächstes, dann werde ich auch gucken, dass ich vorher mal ein paar Tests mache, um in etwa herauszufinden, wieso die KI ist, um das dann nochmal anzupassen. Bislang läuft die Runde ganz in Ordnung. Ich glaube, dass wir hier auf der Strecke im Regen fahren, spielt mir eher in die Karten, weil ich nämlich nicht so gut bin hier auf dieser Strecke und da ist Regen eigentlich immer ganz gut, weil dann die Abstände meistens nicht ganz so gravierend sind, wenn man nicht ganz so gut ist. Hoffen wir mal, dass wir auf jeden Fall ins Q2 kommen. Das kann ich euch noch nicht versprechen auf dieser Strecke. Dementsprechend, ja, erstmal das Ziel Platz 15 und dann gucken wir danach nochmal, ob wir Platz 10 anstreben können. Aber es wird nicht einfach. Grosjean jetzt erstmal mit einer Bestzeit. 1,18, das ist jetzt so der Richtwert. Lukas Weber hat das aber nochmal deutlich überboten. Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir da nachlegen können. Ich gehe jetzt nochmal die Gerade. Jetzt steht da auch eine andere Zeit. Eben stand da 1,18 oder so. Ach so, Entschuldigung. Das war natürlich vom Sektor. Sorry. 1,47 hat er hingelegt. Habe ich jetzt kurz verwechselt. Und jetzt kommen wir rum. Wir sind jetzt bei 42, 43. Oh. Da können wir, glaube ich, nicht ganz mithalten, oder? Oh doch. Hat erstmal gereicht. Mal sehen, wie oft wir jetzt noch überboten werden. Ich denke mal, wir werden jetzt hier relativ schnell durchgereiht. Dritter, vierter, fünfter. Oh oh. Wir sind 1,4 langsamer als Bottas. Siebter aktuell.
3 Minuten noch, aber damit sollten wir durchkommen. Platz 8. Ja. Sieht noch in Ordnung aus. 10. waren wir jetzt. Ja. Und Daniel Ricciardo ist auch durchgekommen. Also, Bottas mit der besten Zeit, Hamilton knapp dahinter, Leclerc auch stark gefahren. Mal sehen, wie es in Q2 weitergeht. Und wie das Wetter jetzt ist. Ob wir jetzt weiterhin auf Inters fahren oder ob wir jetzt rüber wechseln auf eine andere Mischung. Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal aber, dass wir erstmal auf Inters weiterfahren. Mal sehen, was die Wetterbedingungen dazu sagen. Ja, ich denke mal, das ist noch in Ordnung. Es kann aber sein, dass im Laufe dieser Qualifying Session man auf Trockenreifen wechseln sollte. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie die anderen ihre Zeiten fahren, auf welchen Reifen. Dementsprechend können wir uns dann ja anpassen. Hier geht es jetzt nochmal rum und dann können wir auch direkt starten. Auf geht's in die nächste Session. Nochmal, um das in die Erinnerung zu rufen, letztes Jahr haben wir ja nicht so viel gesehen von dem Silverstone-Rennen. Da gab es ja das Problem, dass man die Wiederholung nicht mehr sehen konnte, weil es da irgendwie Probleme gab mit dem Programm. Dementsprechend haben wir nur Ausschnitte von der, ja, von der eigenen Kamera, die wir jetzt auch sehen vom Rennen, gesehen. Und ich meine, dass wir uns gerade so noch in die Punkte gemogelt haben. Also ich glaube, so Platz 9 rum sind wir geworden. Ja, und das lag auch daran, dass wir eine gute Boxenstopp-Strategie hatten, weil auf der Strecke hätten wir es nicht geschafft. So konnten wir uns noch Platz 9 holen. Aber ja, das war auf jeden Fall eher ein Rennen zum Vergessen. Ich glaube, auch Alex Albon ist zwischendurch rausgeflogen. Also dem sein Rennen war es auch nicht. Dann wird er jetzt wahrscheinlich versuchen, im Haas diesmal ein bisschen besser dazustehen. Und unser vorderer linker Reifen, der hat echt Probleme. Leclerc legt jetzt eine 1.46 hin. Ja, also vorne links der Reifen, der wird von uns sehr beansprucht. Ist deutlich heißer als die anderen Reifen. Also mindestens 3 Grad. Naja, ich hoffe mal, dass das im Rennen kein großes Problem darstellt. ERS ist auf jeden Fall am Limit. Und jetzt können wir unsere Zeit einfahren, aber ja, könnte eng werden. Bottas hat es gerade nochmal überboten. Wie sieht es bei uns aus? Das schaffen wir nicht. Platz 3 vorerst. Aber die anderen sind auch auf Inters gefahren. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wollen wir dann nochmal rausfahren mit einer anderen Mischung oder wollen wir nochmal mit Inters rausfahren? Ja, also unsere Zeit scheint nicht so gut zu sein. Platz 6 ist gefährlich. Ja, ist jetzt die Frage. Wollen wir nochmal auf Inters versuchen? So wie ich das sehe, haben wir die anderen ihre besten Zeiten auch auf Inters gefahren. Mal sehen, mal sehen. Oh, jetzt habe ich gerade nicht gesehen, ob was wir reifen. Oh, der Ferrari ist auf Soft und auch Ricciardo ist auf Soft. Hamilton hat seine schnellste Lap auf Inters gefahren. Leclerc auf Platz 5 ist mit Softs gefahren. Butler auf Platz 7 auch auf Softs. Puh, ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Also Hamilton hat auf Inter aktuell die schnellste Runde gefahren. Die Frage ist halt, ob das vom Wetter her immer noch sinnvoll ist. Aber ja, das können wir jetzt daran sehen, wie wir hier hinter Ricciardo performen. Wobei man das hier auch noch nicht werten kann. Aber ich glaube, wir sind deutlich langsamer, oder? Ja. Nee, also wenn wir es mit der Zeit hier nicht schaffen, dann war es das, glaube ich, weil das werden wir jetzt nicht nochmal überbieten können. Ricciardo hat uns hier einmal ordentlich ausgebremst. Ja, also ich sehe schwarz, ehrlich gesagt. Mit dem Tempo werden wir nicht mithalten können. Ricciardo mit
der 14 schnellsten Runde. Und wir schaffen es ja kaum an dem vorbeizukommen. Naja. Was müssen wir machen? Probieren wir es einfach nochmal und dann wird das hoffentlich morgen wieder ein akzeptables Rennen. Ansonsten, wir sind ja eigentlich ganz gut unterwegs diese Saison. Das heißt, Silverstone könnten wir uns auch nochmal erlauben, mal ein bisschen schwächer zu fahren. Aber sehen wir dann. Danach das Rennen ist er dann in Deutschland. Das ist unser erster Deutschland Grand Prix, weil er 2020 kein Deutschland Grand Prix dabei war. Ja, und da bin ich dann natürlich auch gespannt. Und danach das Rennen ist dann das letzte vor den Vertragsverhandlungen. Das ist dann in Ungarn. Jetzt geht's los, aber ja, ich glaube, wir sind zu langsam. Es macht keinen Sinn mehr. Also entweder sind wir jetzt mit unserer Zeit, mit der wir aktuell noch Sechster sind, innerhalb der 10 Plätze, oder wir sind halt raus. Eins von beiden wird sein. Aber ich mache mir da jetzt keine großen Hoffnungen. Je nachdem wie die Zeiten sind. Hamilton mit 32. Wir sind jetzt schon 0,7 langsamer als die schnellste Zeit von Hamilton. Nee, das wird nichts. Okay, dann würde ich sagen, unterbrechen wir das. Machen wir hier Platz für Grosjean, damit wir den nicht komplett ausbremsen. Und ziehen einfach wieder in die Garage und schauen, was hier abgeht. Session verlassen. Ach so. Heißt das dann, das Qualifying ist komplett beendet? Oh. Hoffen wir mal, dass wir rausgeflogen sind. Ja. Also wir wären sowieso rausgeflogen. Ansonsten, wenn ich jetzt hier auf Beenden Session gedrückt hätte, hätte es sein können, dass dann Q3 auch vorbei ist? Nee. Hier steht ja auch nur Qualifying 2. Na gut, dann starten wir von Platz 15. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim Rennen wieder. Bis dahin.